und dann verbesserten Motor machen. Ich habe den verbesserten Motor! Nice! Dann können wir jetzt nämlich schneller und effizienter fliegen, glaube ich. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Forever Skies, meine lieben Freunde. Wir sind im Luftschiff-Wahnsinn unterwegs und haben unter dem Staub in der letzten Episode wichtige Entdeckungen gemacht. Wenn ihr das nicht gesehen haben solltet, welche Entdeckungen wir gemacht haben, ihr könnt in die Playlist reinschauen. Rechts, ja, Krankheit und bla, quatscht mir nicht in meine Anmoderation rein hier, gibt's ja gar nicht. Rechts oben in der Ecke am Anfang des Videos ist die Playlist verlinkt, wenn ihr die wichtigen Entdeckungen nicht gesehen habt, die wir gemacht haben in der letzten Episode. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Tipps habt, und ihr könnt auch gerne Daumen nach oben da lassen, wenn ihr das Projekt feiert. Genau, und am Ende ist die Playlist übrigens auch nochmal verlinkt. Das wollte ich sagen. Mann, immer diese Unterbrechung. Die Immunity ist decreasing, papa, papa. Hier, genau. Was wollte ich jetzt machen? Wir wollten jetzt Dinge tun. Genau, ich konnte Dinge nicht tun, weil ich keinen Platz im Inventar hatte. Jetzt habe ich Platz im Inventar geschaffen und jetzt habe ich hier Fieber. Ich habe Fieber und ich nehme das Fieber in die Hand und ich nehme es und ich gucke damit hier rein und ich nutze das Fieber, um den sauren Stoffbooster zu erforschen. Genau. Denn das ist nämlich ein weiterer Booster, den wir jetzt bekommen können für Sauerstoff. Nice, und da ist die Batterie leer. Warte mal, da können wir gleich mal eine neue einsetzen, wenn wir schon mal dabei sind. Da haben wir nämlich wieder mehr Platz, nicht wahr? Genau. So, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben jetzt auch noch diese Pflanzen hier gefunden, die Meteoritenbohnen. 11 Stunden vergammelt die. Lass mal gucken, ob wir daraus was extrahieren. Ah, hier ist das andere Zeug, da können wir doch was draus machen, oder? Okay, die Bohne kann ich nicht machen. Dann kann ich die bestimmt essen, die Bohne, oder? Oder brauche ich die noch für irgendeine Forschung? Warte mal. Brauche ich die Meteoritenbohne für irgendwelche Forschungssachen? Nee, anscheinend erstmal noch nicht. Wenn, dann müssen wir nochmal runtergehen und uns nochmal welche besorgen. Die wachsen bestimmt nach. Dann kochen wir die jetzt einfach, die Meteoritenbohne. Was soll der Geiz? So, und jetzt hatten wir ja dieses komische Zeug bekommen hier. Da können wir jetzt Fieber draus machen, oder was? Ja, Fieber. Weißt du was? Dann mache ich das Fieber jetzt direkt nochmal. Ja, Fieber, das ist halt wahrscheinlich einfach eine Krankheit. Das ist halt wahrscheinlich einfach irgendeine allgemeine Temperaturerhöhung des Körpers, würde ich mal schätzen. Merken wir uns für später. Eine Hecktür. Ja gut, hier ist noch alles ziemlich zugestellt. Also der Plan ist jetzt, dass wir mal große Kisten jetzt auch bauen fürs Luftschiff, dass wir die so hier hinstellen und dann alles von den kleinen Kisten in die großen Kisten umräumen. Dann kann ich hier hinten die Wand frei machen und kann da eine Tür einsetzen. Hinten. Würde ich sagen. Dass wir das so machen. Was war? Printing complete? Achso, Fieber, genau. Steckt denn das Fieber? Nicht so wirklich, oder? Naja, müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. So, hier. Was ist denn das jetzt hier? Wir haben jetzt... Wo ist das jetzt? Ah, hier. Das bringt 10 Nahrung, 20 Energie und 10 Gesundheit. Kann man mal machen. Ist ja fast schon ein kleines Medkit, ne? Nicht schlecht. Mach ja einfach das andere auch noch. So, da muss ich nämlich jetzt nicht angeln. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, wir haben jetzt unten so ziemlich alles gefunden, was wichtig ist erstmal. Das Einzige, was wir nicht gefunden haben, ist noch ein Koreaner. Und den brauche ich aber. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, für was ich den nochmal gebraucht habe. Für irgendwas hatte ich den noch gebraucht. Aber ich bin mir nicht sicher. Für die Forschung? Genau, was ihr mir auch gesagt habt, ist, was ich machen soll, ist, ich soll mal verbesserter Motor und verbesserte Turbine machen. Aber ihr seht schon, das ist ganz schöner Grind-Akt. Also, die verbesserte Turbine alleine, da braucht man eine Platine. Und das ist sehr viel Plastemüll, was wir dafür brauchen. Aber ich hatte doch jetzt nochmal hier das Zeug bekommen. Wir haben doch hier noch die künstlichen Sachen abgelegt, oder? Hatten wir da noch was abgelegt? Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Ah, hier ist ja noch Platz, Mensch. Da habe ich eine Kiste in der Ecke, wo noch Platz ist. So, ist mal die Bohne. Genau, und guck mal hier rein. Ne, genau. Für eine große Kiste brauche ich, glaube ich, 60 Einheiten. Ne, 50, okay. Und Metall und Epoxid, warte mal. Dann nimm mal schon mal das Metall und das Epoxid nimm das schon mal hier raus. So, weil dann können wir da nämlich gleich das machen. Und jetzt hole ich mir noch so viel synthetisches Zeug.
Warte. Außer Reichweite. Dann kommen Reichweite, genau. Ja, ja, Hydration, meine Güte. Immer diese kleinlichen Kleinstprobleme hier. So, 51, genau. Warte mal, dann machen wir jetzt erstmal gleich die große Kiste. Da haben wir schon mal eine. Hoffentlich ist das auch mal nennenswert, der Lagerplatz, den man da drin hat, ey. So, jetzt muss ich trinken. Können wir hier nochmal was nehmen? Nee. Trinken muss ich. Habe ich noch irgendwas anderes, was ich trinken kann? Nee, ich muss das Wasser trinken. So, da bin ich jetzt schon mal nicht mehr deimmunisiert. Luxusprobleme, ja, definitiv. Koriander, mittlerer Sauerstofftank. Ja, genau, stimmt, so war das, genau. Los, komm, tu es. Lagerkiste. Wehe, da passt jetzt nur ein Slot oder so mehr rein. Dann raste ich aber aus. So, jetzt bin ich gespannt. Wie viel passt da jetzt rein? Doppelt so viel, oder? Sieht fast so aus wie doppelt. Nee, mehr, mehr, viel mehr. Viel, viel mehr. Okay, dann können wir ja die Kisten jetzt auch mal sortieren eigentlich. Weißt du was, dann machen wir jetzt mal hier eine Batteriekiste gleich mal. Wo wir nur Batterien reinpacken. Wir haben überall verstreut Batterien. Dreimal mehr passt rein. Okay. Batterie. Hier sind nochmal zwei Batterien. Siehst du, das meine ich nämlich. Sind überall in den Kisten sind Batterien verstreut. Und das ist dann ein bisschen unübersichtlich. Weil wir davon ja auch immer mehr kriegen. Je mehr wir rumfliegen, desto mehr Batterien kriegen wir. Da wäre das schon unsinnig, wenn wir die so verstreuen. Dann sind die schön alle auf einen Haufen. Guck mal, ja, ist noch eine drin, ey. Guckt euch mal an, wie viele das sind. Der Wahnsinn. So, da haben wir das, genau. Und dann würde ich sagen, machen wir doch gleich noch sowas wie leere Flaschen. Können wir ja da auch gleich mal mit reinmachen noch. Oder generell alles, was mit Treibstoff zu tun hat. Biomasse und sowas wäre vielleicht auch noch eine Idee. Warte mal, war hier nicht irgendwo noch eine leere Flasche im Dings? War doch irgendwo war hier... Ja, genau hier. Genau, und Flicken. Und genau, Helium, genau, das können wir da auch mit reinmachen in die Kiste. Dann haben wir alles, was mit dem Luftschiff zu tun hat. Das haben wir dann so ziemlich auf einem Haufen. Hier die Flicken... Wenn wir Flicken brauchen, müssen wir nur an die große Kiste dann ran. Helium, das nehmen wir da auch mal mit rein. Dann wissen wir, dass alles Luftschiff-Gedöns oder was interaktionsmäßig mit dem Luftschiff zu tun hat, dass das alles hier drin ist. Ah, und die Kristallbatterie, die eine, die können wir da auch reinmachen. Und das Epoxid mache ich da jetzt auch mit rein. Beziehungsweise den Harz und das Epoxid. Ja, genau, genau, das Epoxid, genau. Und die Biomasse, die Biomasse. Und überhaupt... Ach, wir machen einfach da alles rein gleich. Nee, ach, keine Ahnung. Ich muss halt mal ein bisschen nutzen hier den Platz, den wir da jetzt haben, nicht wahr? So, hier Epoxid. Ah, schön verteilen, auch auf die Stacks, genau. Da ist noch irgendwas, wollte ich da reinmachen. Hier die Kristalle noch. So. Dann haben wir da schon mal ordentlich was drin. Und jetzt müssen wir mal gucken... Also ich brauche jetzt, wie gesagt, ich brauche für die, vielleicht erstmal den verbesserten Motor, weil dann sind wir nämlich schneller von Location zu Location unterwegs. Transformator 4 Stück und Polymere. Was brauche ich für Transformatoren? Für Transformatoren brauche ich elektrische Elemente und Maschinenteile. So, hier haben wir elektrische Elemente, allerdings nicht viel. Und Maschinenteile hatten wir doch auch irgendwo hier. Da haben wir sogar mehr. Kann ich da jetzt überhaupt schon irgendwas machen? Oder brauche ich noch mehr elektrische Elemente? Brauche noch mehr elektrische Elemente. Weißt du was? Die gibt es doch an den Leuchtfeuern. Ich lege jetzt mal die Krankheiten, die lege ich jetzt mal hier rein. Vergammeln die eigentlich? Nee. Brauchen wir jetzt noch irgendwas von unten? Nee, ich glaube nicht, oder? Da sind wir jetzt durch so ziemlich erstmal, weil... Da müsste man jetzt erstmal ein bisschen länger über... Die Klebezettel sind ein Übersetzungsfehler. Das sind eigentlich kleine Displays, die du beschreiben kannst. Zum Beispiel über Kisten, um den Inhalt derselben aufzuschreiben. Ja, das ist nice. Das merken wir uns mal für später, wenn wir mehr Kisten haben, die auch einen nennenswerten Inhalt haben und auch geordnet sind nach Inhalt. So lange lasse ich das jetzt erstmal noch. So, ich habe da drüben irgendwo ein Fragezeichen gesehen. Ihr habt gesagt, ich soll unbedingt zu den Fragezeichen fliegen. Weil es da nämlich geile Sachen gibt, die man bekommen kann.
Also halt Freischaltungen. Schreifhaltungen. Zum Beispiel eben automatische Sammler und Taste nicht gesehen. Und da unten ist, glaube ich, im Windrad Kupfer drin. Warte mal, Kupfer können wir eigentlich auch gut gebrauchen. Mal ganz schnell mal einfach da mal so hinten reinlasern, da wo es glüht, genau. Wunderbar. Wichtig, wichtig, wichtig. So, da, jetzt ist das Fragezeichen weg. Warte mal, nee, Moment, da links ist es. Muss ich da in den Berg reinfliegen? Sieht so komisch aus. Ich sehe da auch kein Leuchtfeuer irgendwie. Ich muss um den Berg drum rum, kann das sein? Kannst du die Kupferblöcke scannen und dann selbst craften? Nee, Kupfer ist ein Rohstoff, den kannst du nicht selbst craften. Du kannst ja keinen Rohstoff aus dem Nichts erzeugen, das geht ja nicht. Oh oh, oh nein, das ist schlecht jetzt. Warte mal, wir müssen mal abbiegen und mal ein bisschen tiefer fliegen. Wir müssen nur dahin fliegen, wo wir etwas haben, was größer ist als wir, was weiter oben ist. Wo kommt der Wind her? Natürlich, ich fliege natürlich auch gegen Wind gerade. Boah, ey, ich komme kaum vorwärts. Vielleicht sollte ich lieber doch in die andere Richtung fliegen. Aber dann habe ich die Berge vor mir, dann sehe ich nicht. Dann fliege ich nur in die Berge rein. Das ist, glaube ich, dann auch nicht so cool. Wenn ich wenigstens die Plattform sehen könnte. Gottes Willen. Oh nein, jetzt kommen auch noch die Dinger auf mich zu. Bis ich da angekommen bin bei der Plattform und diesem Gegenwind, bin ich schon 5-mal abgestürzt. Oder der Sturm ist vorbei. Eins von beiden. Mann, Kacke. Schiff wurde beschädigt. Ja, nun ist mal gut. Wieso kommen die Dinger jetzt von vorne, Mann? Das kann doch alles nicht wahr sein. Wo ist denn hier diese Plattform? Hier war doch gerade eben noch eine Plattform. Dreck! Okay, ich bleib mal hier bei diesen Dornen jetzt. Vielleicht geben die mir ein bisschen Deckung. Müssen wir mal schauen. Hoffe, jetzt ist nicht zu viel kaputt gegangen. Ich schnapp mir schon mal ein paar Flicken. Ich glaube, das wird wahrscheinlich nötig sein gleich. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ne, warte, aktivier die mal nicht. Lass mal hier den Köder runter nochmal. Können wir uns gleich nochmal was angeln. Und mach mal hier... Ja, ja, Kalorien werden weniger. Was soll ich machen? Essen wäre gut. Hier mal trinken, dann können wir hier das Schmutzwasser reinmachen. Und gleich mal hier das Wasser filtern jetzt. Gottes Willen, meine lieben Freunde. Mach mal gleich hier die Tür zu, damit es nicht ganz so zieht. Mal zumachen hier. Ah, sehr gut, er hat schon was gefangen. Ein Salatblatt. Ah, zumachen. Puh, meine Güte, wie es gleich ruhig ist, wenn man die Türen zumacht. Heftig. Der Köder ist abgenutzt. That's what she said. Mal einen neuen Köder machen. Ich wette, ich brauche gleich noch mal was. Printing completed. Setzen wir den mal ein. Und senken den mal ab. Und machen die Tür zu. Schön die Tür zu machen. Wenn ich den Sturm nicht höre, dann kann er mich auch nicht beschädigen. Hö. Ach, da drüben ist ein Leuchtfeuer. Guck mal. Ah ne, da sind wir ja hergekommen. Das ist das Violette. Ne, ne. Gleich rechts von dir ist die Plattform. Aber ich sag mal lieber nichts. Na gut, da waren wir ja schon. Stimmt, da drüben ist er. Ja, ja. Ich sehe schon. Aber da waren wir ja schon. Da ist ja kein Licht mehr an. Wir müssen woanders hin. Noch ein Salatblatt. Mann, bin ich hier über einem Gewächshaus gelandet oder was? War unten nicht ein Haustier? Hatte wer geschrieben? Bei dem toten Mentis. Ein Haustier. Möglich? Keine Ahnung. Hier, gib mir mal das, genau. Muss noch das andere Salatblatt essen. Ist der Sturm jetzt endlich vorbei? Ich glaube, der Sturm ist vorbei, okay. Warte mal, wir müssen zu diesem Fragezeichen hin. Wo war denn das jetzt, das Fragezeichen? Da drüben ist es. Kann ich über diese Berge drüber fliegen? Eine verdammt gute Frage.
Ich würde gerne erstmal höher fliegen irgendwie. 240? Konnte ich nicht viel höher fliegen? Warte mal ganz kurz. Muss ich irgendwas reparieren zufällig? Ich glaube, ich muss irgendwie meine Höhendüsen muss ich, glaube ich, irgendwie reparieren. Ich kann irgendwie nicht höher fliegen gerade. Oder? Ah nee, das war ja mit Shift. Ja, Mist. Der Kraftstoff ist aufgebraucht. Ja. Shift war ja höher fliegen. Lol. Warte mal ganz kurz. Hier, synthetischer Kraftstoff. Das können wir gleich mal essen. Printing completed. So, Moment, mach mal Türchen auf und mach mal einen Sprit rein. Sprit rein. So. Ich lasse mal die Tür jetzt offen. So, dann wieder zum Fragen. Ich habe mit Leertaste versucht, höher zu fliegen. Alles gut. Aber über die Berge komme ich trotzdem nicht, wie es aussieht. Ist halt die Frage, muss ich da überhaupt drüber? Vielleicht kann ich auch so dazwischen durch. Ich muss auf jeden Fall auf die andere Seite von diesen Bergen. Die Frontdüse ist beschädigt. Ja, okay. Ich müsste vielleicht mal mich doch mal reparieren noch. Warte mal. Haben wir irgendwo hier ein Licht, wo wir noch nicht waren? Ich würde das gerne gleich da machen, wo ich auch was finden kann, was ich noch nicht habe. Hm, da vorne sind doch Plattformen. Warum ist denn da kein Blinklicht? Sind wir da schon gewesen oder was? Das kann doch gar nicht sein. Haben wir so viel schon abgefrühstückt? Oder wären die Blinklichter... Ah, da vorne ist ein Blinklicht. Da blinkt irgendwas. Sag nichts, kommt schon wieder ein Sturm. Warum wird denn es schon wieder so dunkel? Ist schon wieder so spät oder was? Aber da sehe ich wenigstens die Blinklichter besser. Okay, wir fahren jetzt zu diesem Blinklicht da drüben. Hier links ist gar nichts am Blinken. Wir fahren jetzt zu diesem Blinklicht und von da aus fahren wir dann zum Fragezeichen. Hilft ja nichts, müssen wir mal machen. Bestimmt reicht mein Treibstoff nicht mal ansatzweise, um dahin zu kommen. Aber ich habe ja noch Biomasse, zur Not kann ich daraus ja auch Treibstoff herstellen. Das geht ja auch. Ja, wie gesagt, nochmal der Hinweis an der Stelle. Es wird in der ersten Hälfte von diesem Juli, in dem wir uns gerade befinden, der Monat, ja, im Jahr 23, wird es ein erstes Update geben mit natürlich Bugfixes, aber vor allem auch neuem Inhalt. Das heißt, wir werden schon in wenigen, ja, Wochen, wenn nicht sogar Tagen, werden wir ein weiteres Update bekommen für dieses Spiel, für Forever Skies. Und das, finde ich, ist ja immer sehr wichtig bei Early Access, dass nicht nur Bugs schnell gefixt werden, sondern dass auch zügig Content nachgelegt wird, und der Kraftstoff ist aufgebraucht, dass zügig auch immer Content nachgeliefert wird, der dazu führt, dass man, ja, dass man mehr machen kann halt einfach, ne, dass man auch was zeigen kann. Letztendlich. Ach, Wasser wird da gebraucht. Na, das ist ja blöd. Da müssen wir wohl mal nochmal was destillieren. Da geht die Sonne auf. Nice. Genau, weil wenn nämlich kein neuer Content kommt, bleibt das Spiel ja auch nicht im Gespräch. Und dann irgendwann interessiert sich keiner mehr dafür. Trauriges Beispiel momentan dafür ist ja Kerbal Space Program 2. Was leider ja jetzt das erste Mal, glaube ich, überhaupt einen Content-Inhalt bekommt. Also ein kleiner, das kann man ja jetzt nicht wirklich neuen Content nennen. Das sind Gridfins, die da jetzt reingepatcht wurden. Aber der richtig große Content-Schwung bei Kerbal Space Program 2 lässt immer noch auf sich warten in Form des Science-Updates. Und das dauert mir mittlerweile, muss ich sagen, einfach zu lange. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und da haben auch jetzt zu Recht viele das Interesse dran verloren, weil das einfach zu lange braucht. Und weil die Bugfixes zu viel Zeit beanspruchen, weil es halt auch einfach in einem zu instabilen, unfertigen Zustand rausgehauen wurde. Hupsala. 50 Biotreibstoff, weißt du was, da machen wir gleich den Rest auch noch zu. Achso, das geht ja nicht, genau. Ne, dann fliegen wir mal jetzt da zu der Plattform. Die ist ja direkt hier vorne. Mal gucken, was wir da alles finden jetzt. Bei einem kleinen Entwicklerstudio kann man schnell Nachschub für Content vergessen. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das hat nichts mit der Größe des Studios zu tun. Die Entwickler hier von Planet Crafter, die von Michu Games, das sind zwei Leute.
Das Studio besteht aus 2 Leuten und die bringen regelmäßig umfangreiche Content-Patches raus. Regelmäßig. In sehr, recht kurzen Abständen eigentlich auch. Für so ein kleines Team auf jeden Fall mega krass, ja. Kann man so nicht sagen. Und die bei Kerbal Space Program 2, die haben jetzt ja auch nicht gerade ein kleines Entwicklerteam. Im Gegenteil, das ist ja ziemlich riesig sogar. Und die brauchen ewig gefühlt für alles. Also das kann man so nicht pauschalisieren. Bei Captain of Industries sind es auch nur 2 Entwickler. Ja, wobei die arbeiten oder lassen, glaube ich, auch ein bisschen zuarbeiten. Also das ist nicht nur exklusiv die 2. Und auch bei Big Ambitions, das waren, glaube ich, auch nur 2. Beziehungsweise eigentlich 3, aber der eine, der ist ja nur zur Hälfte wirklich am Entwickeln. Laut denen ihrer Aussage, der macht ja vor allem administrative Sachen. Insofern, ja. Also, wie gesagt, das kann man nicht an der Größe des Entwicklerteams festmachen, dass das mit den Updates länger braucht. Ah, guck mal hier, haben wir eine Datasette. Bernsteinfarbener Tisch. Wir haben einen Einrichtungsgegenstand freigeschaltet. Sehr nice. Genau, diese Kärtchen müssen wir finden, dass wir mehr Gegenstände noch freischalten auch. Schreifhalten. Mal Schmutzwasser gleich auch noch mit hier. Das ist ganz wichtig. Und auch immer mal hier die Sachen weglasern, die so auf den Tischen, also hier so rumstehen an den Anlagen. Gibt es hier noch Plastemüll? Nee. Da unten gibt es noch Plastemüll. Plaste. Wir brauchen mehr Plaste. Hier, Plaste. Plaste, ganz viel Plaste. Da noch mehr Plaste. Glas ist auch... Naja, gut. Ah, warte mal, da drin, da ist so ein Ding. Komme ich da rein irgendwie? Nicht euer Ernst. Nee, warte mal, da muss es noch einen anderen Weg geben. Kann man hier nicht die Wand einfach wegmachen und dann da irgendwie da rein? Gibt es hier noch irgendwie eine Tür? Ist nicht euer Ernst? Sie wollen nicht, dass man da rüber springt, oder? Das ist doch lebensgefährlich. Die wollen, dass man da rüber springt. Okay. Ich mach mal die Tür weg, damit ich da reinspringen kann. Oh. Haarig, Herr Bär, haarig. Flicken, jawohl. Ein Traum. Aber die Komponenten, die sind wichtig für den Ausbau von meinem Luftschiff. Das ist gut. Wunderbar, guck mal. Jetzt ist mein Inventar bestimmt auch voll, wa? Ja, so ziemlich. Das Glas machen wir mal noch kaputt. Sehr gut. So, dann lass mal wieder rausgehen. Oh Gott. Also, da ziehen sich mir schon die Fingernägel so ein bisschen hoch, muss ich sagen. Warte mal, hier ist noch Plastemüll, wa? Ja. Den immer mitnehmen, weil der ist auch wichtig. Da müssen wir den nicht... Ach, warte mal, da unten ist ja noch ein Camping-Dings. Warte mal ganz kurz, da kann man ja noch weiter runter. Da ist ein... Ah, ein Pad. Zu alt. Nach dem neuen Gesetz gilt, je älter du bist, desto weiter unten liegt der Wohnraum, der dir zusteht. Denn das kürzere Leben erwartet dich sowieso. Man hat mich in die niedrigste Gruppe eingestuft, also bin ich vorerst hierher gezogen. Ich werde nicht am Smog sterben, nur weil jemand entschieden hat, dass ich zu alt bin. Idioten. Fast so, als wollten sie uns zwingen, freiwillig in den Smog zu gehen. Hey, das ist Deutschland im Jahr 23. Wenn du zu alt bist, darfst du nicht mehr da wohnen, wo es angenehm ist. Nicht schlecht. Okay, dann gehen wir mal hoch. Wieder. Und schauen mal, dass wir uns noch ein bisschen Wasser aufbereiten. Musst wohl springen. Nee, erstaunlicherweise war da tatsächlich eine Treppe. Und dann machen wir mal hier Schmutzwasserreinigung nochmal. Kann ich nochmal trinken? Ah ja, hier isotonisches Wasser. Reicht aber nicht. Wir können mal hier das Ding einsetzen, die Membran. Ich hatte sogar 2 gefunden. So, jetzt können wir doch so ein Trafo machen, oder nicht? Können wir? Ja, wir brauchen ja 3 Trafos. Mein Zeppelin hat dieselbe Form. Kann man denn andere Formen wählen noch? Ach so, warte mal, ich muss ja flicken. Boah, die Düse, Alter. Habt ihr das gesehen, wie viel die abgekriegt hat? Wie sieht's hier aus, auf der Seite? Die hat nichts abgekriegt. Bin ich da auch richtig dran, ja.
Das ist, da würde mir irgendwie eine Schadensanzeige für das gesamte Luftschiff mal zugutekommen, weil man muss halt immer schauen, ob irgendwo ein sichtbarer Schaden ist oder mit diesen Flicken da irgendwie drüber gehen. Das wäre irgendwie cool, wenn man das so als Schema sehen könnte, wo ein Schaden ist. Naja. So, warte, Schmutzwasser abfüllen und dann hier verarbeiten, genau. Hatte ich jetzt noch was? Ah ja, genau, hier das. So, was fehlt jetzt noch für ein Dings? Maschinenteile. Die können wir aber herstellen, wenn wir uns hier nochmal die Maschinenteile, also die Metallteile hier rausnehmen. Dann stellen wir uns die jetzt einfach her und machen noch den dritten Trafo. Die stacken ja auch. Sehr gut, dann machen wir uns noch eine Trafo. Hab schon zwei Ballonkörper. Ach so. Ich meine deinen Aufbau. Ach so, du meinst unten die Kanzel. Ja. Ich glaube, das ist recht intuitiv, dass man das so nach vorne verjüngt, oder? Wie so eine Rakete so ein bisschen irgendwie. Das war so mein Hintergedanke irgendwie, dass das hinten irgendwie breiter ist als vorne irgendwie. Ich weiß nicht, das kommt irgendwie... Ich denke halt immer irgendwie in Raketen, keine Ahnung. War wohl irgendwie so subjektiv. Nee, wie sagt man, weiß ich nicht. Kupfer braucht man. Warte mal, Kupfer und Polynese. Ich habe irgendwie nicht mehr so viel Platz. Warte mal, ich muss mal hier was wegpacken schon wieder. Hier, warte mal, wir hatten doch hier gesagt, dass wir hier leere Flaschen reinpacken. Dann pack doch mal hier die leeren Flaschen rein. Ah, warte, ich muss da ja abfüllen, wenn ich was bekomme. Hier, wenn ich Wasser bekomme, genau, warte. Und dann machen wir das hier mal und füllen das mal hier rein, genau. Alter, wie viel Schmutzwasser ist da bitte schon wieder drin? Hä, warte mal, ich habe das doch gerade abgefüllt. Benötigt eine Flasche. Ach so, was? Ach so, dann trink das aus. Und füll das ein. Ich leg mal die Flicken, genau, die Flicken lege ich mal wieder ab. Ich habe so viele Flicken bekommen. Genau, so, was hat jetzt nochmal gefehlt? Kupfer, ah ja, stimmt. Warte, Kupfer war hier drin. So, Kupfer und was war das andere? Synthetische Materialien. Ja gut, die müssen wir uns fangen. Aber ich hatte hier gerade noch was gesehen. Hier haben wir doch noch Maschinenteile. Leg die mal da rein. Müsste das jetzt nicht eigentlich schon reichen? Ah ne, stimmt. Die elektrischen Elemente, genau. 5 synthetisches Zeug. Kriegen wir das von... Oh ja, da. Ja, nice. Wunderbar. Wir brauchen ja noch einen Trafo. Printing completed. Und da können wir ihn machen. Jawohl. Ich habe meinen auf 2 Etagen gebaut. Das Regal ist hilfreich. Da passen 4 Kisten rein. Okay, krass. Ja, aber da brauchst du 2 Etagen für das Regal, oder was? Hä, wie soll ich denn auf 2 Etagen mein Luftschiff ausbauen? Ja, obwohl, wenn ich die Brücke... Wenn ich unter dem Boden nochmal Räume dran baue, dann habe ich da quasi nochmal eine zweite Etage quasi. Das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Ah, hier, warte mal, hier habe ich doch noch Wasser. Egal. Naja. Ich muss mal was essen, glaube ich. Warte mal ganz kurz jetzt. Ich muss mich kondensieren. Wir brauchen den Motor, genau. Warte mal, jetzt können wir den machen. Ich muss den alten Motor erstmal abbauen. Gib mir mal den Biotreibstoff. Und dann ausschalten das Ding. Und dann aufheben. Maximum Flight Speed reduced. Und jetzt noch Polynese rausholen. Von Blankenese. Und dann verbesserten Motor machen. Ich habe den verbesserten Motor! Nice! Dann können wir jetzt nämlich schneller und effizienter fliegen, glaube ich. Also dann ist der Treibstoff wahrscheinlich auch nicht so schnell alle, hoffe ich jetzt einfach mal. Und eigentlich müsste man auf die andere Seite gleich noch einen bauen. Dann würde man noch schneller sein. Staubwahnsinn mit Bär, genau. Ist heute angesagt. Warte mal, füll mal hier das ab. Und mach mal hier das rein. Schon wieder Flasche benötigt. Flasche leer. Warte mal, dann pack mal... Achso, hier ist auch noch was drin. Setz mal den Aufsatz da drauf. Dann ist der nämlich schon mal weg. Mann, das dauert aber auch ganz schön lange, den Motor zu machen. Muss mal gleich noch was angeln irgendwie. Aber ohne Motor kann ich nicht fliegen. Beeil dich mal hier. Jawohl. So, warte. Jetzt bringen wir den an. Mit dem Luftschiffbauer, oder? Ah, nee, Moment. Das muss ich aus dem Inventar heraus machen. Setz das mal da drauf. Oh mein Gott, warte mal.
Oh mein Gott! Sekunde, ich muss erst mal gucken, wie ich das am besten platziere. So? Nee, warte mal, da ist er ja falsch rum, oder? In welche Richtung düst denn der so? Ich meine, ich könnte den auch hinten dran machen, aber... Kann man den umdrehen? Nee, kann man nicht. Einrasten, einschalten kann ich machen. Weißt du was, ich setze den jetzt einfach mal hier hin. Ich hoffe, die Richtung ist richtig. Setzen wir mal den treibenden Stoff ein. Aber es müsste eigentlich richtig sein. Ich denke mal nicht, dass da vorne was rauskommt. Wenn, dann wird wahrscheinlich da hinten irgendwie was rauskommen. Ja genau, guck mal, die Richtung ist nach vorne. Dann passt das. Sehr schön. Und jetzt kann ich schneller fliegen, oder was? Können wir gleich mal testen? Oh ja, uiuiui. Eindeutig schneller, würde ich sagen. Eindeutig schneller und besser. Schneller, höher, weiter. Warte. Möchte landen und möchte hier mal meinen Insektenfänger nochmal absenken. Ach, was? Ja, weil da so ein hässlicher Stab da im Weg ist. Ja, warte. Landing. Los. Mach es. Ich brauch Essen. Was ist denn hier? Ich wollte gerade sagen, was für eine Banane liegt denn hier im Luftschiff drin auf einmal? Stell dir mal die großen Flaschen her. Ja, das müssen wir mal auch machen, um ein bisschen mehr Platz im Inventar zu schaffen. Ich kriege immer nur diese blöden Salatblätter, ey. Die bringen so gut wie nichts an Essen zurück. Ich glaube, ich muss mir mal die fortschrittlicheren Köder mal herstellen. Aber da brauche ich Sonnenmelonen und Kupfer. Das ist jetzt auch nicht gerade billig eigentlich. Eine Gurke im Luftschiff, ja. Eine Salatgurke im Luftschiff. Muss man auch erstmal hinkriegen. Ach, so an sich muss ich sagen, ist es schon gemütlich hier, muss ich sagen, in meinem Luftschiff. Es hat schon so eine schöne, angenehme... Der Köder ist abgenutzt. Okay, warte. Na, ah, brauche ich wieder synthetische Metalle. Oh, ich wollte gerade die Sonne lasern. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Laser. Machen wir mal noch einen normalen Köder. Ich glaube, so kosten-nutzen-mäßig dürfte das die sinnvollste Option sein, eigentlich. Essen und Salatblatt rein. Und gleich nochmal Köder einsetzen. Und absenken. Was brauchen die seltenen Köder? Die habe ich noch nicht erforscht. Du meinst die einzigartigen. Mehrfingerige Rapsblüte und Biomasse. Naja. Kann man sicherlich machen. Aber irgendwie auch nicht so. Trink mal das Dosenwasser. Genau, dann sind wir das nämlich auch los. Oh, er kommt nach oben, er kommt nach oben. Eine Motte, jawohl. Die können wir dann auch gleich kochen. Ah, warte mal, ich muss das Ding hier mal aufladen. Für die nächste Location dann. Los, mach hinne hier. Ich will das Staubblatt jetzt essen. Das dauert ein bisschen lange mit dem Kochen, muss ich sagen. Da geht ja meine 5-Minuten-Terrine schneller gefühlt. Da bin ich ja in der Zeit schon wieder dreimal verhungert. So, hier. Kochen. Leg mal das Glas ab. Und das Kupfer. Und die Flicken. Und dann schlafen wir mal gleich noch eine Runde. Damit wir mal ein bisschen Energie zurückgewinnen hier. Würde ich sagen. Guck mal. Sehr schön. Aufwachen. Und dann gleich mal die Staubmotte frühstücken. Wunderbar. Und dann können wir jetzt eigentlich direkt weiterfliegen. Jetzt haben wir ja auch einen schnelleren Motor. Jetzt können wir zu diesem Fragezeichen, würde ich sagen. Das Fragezeichen ist da drüben. Da müssen wir hier am Berg vorbei. Meine Güte, guck da mal, was da alles durch die Gegend wuselt hier. Schnell durch. Wir haben gerade eine Staublücke hier. Batterie hast du nicht mitgenommen. Oh. Ja, stimmt. Ach, scheiß drauf jetzt. Bin ich nochmal zurück. Habe ich vergessen jetzt. Ist egal. Ist egal. Man muss auch mal eine auslassen. Jetzt muss ich erst mal schauen, wie wir hier irgendwie über dieses Gebirge rüberkommen. Konfetti, ja.
Toll, der Wind kommt wieder. Die Schrottteile kommen aus der Richtung, wo ich meinen Motor angebracht habe, damit die wieder schön meinen Motor schrotten. Aber irgendwie haben die ja gerade auch Gegenwind hier, oder? Kommen irgendwie nicht vom Fleck gerade. Ich muss mal außen rum hier irgendwie. Ich bin gerade im Strom drin. Guckt euch das mal an. Komme ich hier durch? Nee, warte mal, das ist keine gute Idee, oder? Obwohl, naja, doch. Bisschen höher vielleicht noch. Da hat was geblitzt gerade rechts. Jetzt bitte keinen Sturm. Da blitzt irgendwas vor mir. Im Berg irgendwie. Oder spinne ich jetzt? Ich sehe schon Sachen, die gar nicht da sind. Ich habe schon Halus. Ich bewege mich aber gerade von dem Fragezeichen weg. Ich will eigentlich zum Fragezeichen hin. Ich hätte vielleicht um die andere Seite des Berges rumgemusst. Jetzt bin ich auf Max. Naja, da komme ich nicht rüber über die Berge. Ich sehe auch keine... Ah, da drüben ist ein Blinklicht. Warte mal, dann fliegen wir da mal hin jetzt. Wenn ich halt sonst nichts bekomme hier, keine anderen Lichter, dann müssen wir halt da hin. Dann müssen wir eben dahin, meine lieben Freunde. Wenn ich da überhaupt landen kann. Das sieht sehr weit oben aus. Und ich kann ja nicht noch weiter nach oben. Zur Not müssen wir mal noch die verbesserte Düse machen hier. Diese verbesserte, wie heißt das? Turbine. Wenn der Wind von hinten kommt, riecht's komisch. Ja, aber nur, wenn man Bohnen gegessen hat. Drei Lichter, meine Liebe. Da ist noch eins, ein blaues. Das ist blaues Licht und was macht das? Es leuchtet blau. Da ist noch ein rotes. Vielleicht können wir da noch das letzte Ding freischalten, was da noch war. Den Köder. So, dann lande ich mal auf der zweiten Ebene. Da muss man nicht so da hochklettern immer. Aber warte mal, da ist noch ein Loch in der Wand, oder? Nee, sieht nur so aus. Also der Motor hält entscheidend länger, muss ich mal sagen, der verbesserte. Finde ich schon mal sehr gut, dass wir das gemacht haben. Können wir vielleicht noch so landen, dass wir noch den Köder nochmal runterlassen können? Das wäre natürlich super. Dann mal irgendwie so landen. So auf der Kante vielleicht, so. Können wir nochmal runterlassen? Jawohl, nice. Dann hat er nämlich was gefangen, wenn wir wiederkommen. Ist doch nice. Nochmal was trinken. Und dann geht's rein ins Gewächshaus. Hier könnte es ja auch wieder Koriander geben. Den können wir ja dann benutzen, um die Flasche zu machen. So, jetzt muss ich ja erstmal wieder zusehen, wie ich hier reinkomme in die Gebäude. Wieso machen die eigentlich in die Räume keine Türen rein, frage ich mich. Was ist das eigentlich für ein Verein, der das hier gebaut hat? Verein der Schildbürger oder was? Na toll. Na egal, ich bin ja hier drin geschützt. Haufenweise Epoxid. Braucht man so viel Epoxid überhaupt? Polymer ist auch gar nicht schlecht. Was war denn das gerade? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Polymere. Wie viel Platz habe ich noch? Geht noch. Na toll, was ist denn das hier schon wieder, ey? Das kann doch nur ein Witz sein hier alles. Wer baut denn solche Anlagen so, ey? Hier kommt man auch nicht rein, oder? Das kann man nicht weglasern hier. Vielleicht erstmal hier reingucken. Ah! Jesus. Ich glaube, da muss ich springen oder so. Alles mitnehmen. Was? Einfaches Wandregal. Jawohl. Da war ein Blauplan drinne. Nice. Ich sag ja, die kleinen Stationen sind auch nicht zu verachten. Selbst wenn da kein Fragezeichen ist, findet man da immer noch nützliche Sachen auch. Nicht schlecht. Schön aufpassen hier. Nicht durchfallen. Ha! Oh Mann! Ich hasse es. Ich hol mir mal meinen Laser.
Und an dieser Stelle endet diese Folge Forever Skies. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Forever Skies, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Möglichkeit, um meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet, und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.